Moin, was geht? Mein Name ist Jonas und heute werfen wir mal einen Blick auf Nintendos neue Nintendo Music App, die letzte Woche erschienen ist. Viel Spaß! Nintendo Music wurde letzte Woche Mittwoch ziemlich spontan durch einen Trailer angekündigt und wenige Stunden danach bereits für Android und iOS veröffentlicht. Die App ist kostenlos herunterladbar, jedoch wird ein Nintendo Switch Online-Abo benötigt, damit ihr die App benutzen und Musik hören könnt. Falls ihr die App mal ausprobieren wollt, ist auf der Webseite der App eine 7-tägige Testphase für Switch Online verlinkt, die man verwenden kann, um einen ersten Eindruck von der App zu kriegen. Dabei solltet ihr nur darauf achten, dass sich eure Testphase nach dem Ablauf nicht aus Versehen automatisch verlängert, weil die automatische Verlängerung aktiviert ist. Aber was genau kann die App denn nun? Ganz einfach und kurz erklärt, ist es ein offizieller Weg, auf dem man die Soundtracks verschiedener Nintendo-Spiele anhören kann. Im Endeffekt ist es also eine Art Spotify für Nintendo-Soundtracks. Das spiegelt sich auch in den Funktionen der App wider. Einmal gibt es verschiedene offizielle Playlists. Die enthalten entweder ganze Soundtracks von Spielen, Soundtrack-Highlights oder Tracks zu bestimmten Themen oder Stimmungen. Diese Playlists könnt ihr euch auch in eurer Bibliothek abspeichern. Außerdem könnt ihr natürlich auch eigene Playlists anlegen und alle Playlists herunterladen, damit ihr eure Lieblings-Nintendo-Themes auch jederzeit unterwegs ohne Internetverbindung hören könnt. Eine Funktion, über der Notwendigkeit ich am Anfang gar nicht wirklich nachgedacht habe, die ich aber mittlerweile echt sinnvoll finde, ist, dass ihr einen Timer für eure aktuelle Wiedergabe stellen könnt. Der Timer kann auf 15, 30 oder 60 Minuten gestellt werden und dann wird über die von euch gewählte Dauer Musik gespielt und am Ende langsam ausgefadet. Wenn man zum Beispiel zum Einschlafen gerne atmosphärische Soundtracks hört, ist das eine echt coole Funktion. Was ich nur so ein bisschen seltsam finde, ist, dass bei aktiviertem Timer nicht die aktuelle Playlist so lange durchläuft, bis der Timer abgelaufen ist, sondern dass immer ein einzelner Track geloopt wird. Zuerst habe ich gedacht, dass ich einfach nur zu blöd bin, weil es für mich eigentlich eine ziemlich offensichtliche Sache ist, dass auch die gesamte Playlist über den gewählten Zeitraum gespielt werden kann. Aber ich habe die Einstellungen der App durchsucht und im Player alle möglichen Buttons angeklickt, aber scheinbar kann man wirklich nur einzelne Tracks loopen. Dazu muss man sagen, jetzt dauert zum Beispiel das Einschlafen im Normalfall ja auch nicht ewig lange, aber diese halbfertig umgesetzte Funktionalität finde ich irgendwie etwas seltsam und hoffe, dass Nintendo das mit einem späteren Update noch vervollständigt. Ein weiteres cooles Feature ist die Möglichkeit, Soundtracks auszublenden, damit man nicht über ein Spiel gespoilert wird. Erst habe ich das für etwas unnötig gehalten, weil ich mir gedacht habe, dass man ja einfach selber aussuchen kann, was man hört und was nicht. Aber dann ist mir eingefallen, dass es in gemischten Playlists schon sinnvoll ist, wenn Tracks aus einzelnen Games, die man später noch spielen möchte, noch nicht wiedergegeben werden. Ich persönlich hatte zwar bisher nicht den Bedarf, das zu benutzen, aber über vorhandene, generell sinnvolle Features beschwere ich mich keinesfalls. Bisher sind noch nicht ganz so viele Spiele in der App vorhanden, das sollte sich über die Zeit aber noch ändern. Aktuell sind zum Beispiel bereits Banger aus Ocarina of Time, Breath of the Wild oder Mario Odyssey vorhanden. Und was mich besonders gefreut hat, es gibt einfach Wii-Menü-Musik, die man sich anhören kann. Ich muss zwar zu meiner Schande gestehen, dass ich nie selber eine Wii hatte, aber ich habe früher bei Freunden echt viel Wii gespielt und die Nostalgie hat anders hart gehittet, als ich mich das erste Mal durch die Playlist geklickt habe. Kurz nach dem Release wurde zum Beispiel bereits der Soundtrack von New Super Mario Bros. Wonder hinzugefügt und wenn Nintendo das in Zukunft weiterhin so macht, ist das auf jeden Fall gut so. Ich hoffe nur, dass Nintendo nicht nur Soundtracks von älteren Spielen hinzufügt. Ja, ich weiß, es gibt viele ältere Spiele mit mega guten Soundtracks, keine Frage. Aber ich würde mir in Zukunft auf jeden Fall auch Soundtracks von aktuellen Nintendo Releases wünschen, einfach damit die Sammlung immer schön aktuell bleibt. Also, was ist das erste Fazit zu Nintendo Music? Ich denke, grundsätzlich ist die App ein solider Start von Nintendo in Richtung Musikstreaming. Doch dann kommt auch schon irgendwie das große Aber, das ich habe. Schon als ich den Ankündigungstrailer gesehen habe, habe ich mich was gefragt. Warum haben sie die Musik nicht einfach auf Spotify oder auf YouTube rausgebracht? Unter dem Trailer habe ich einen Kommentar gefunden, der das für mich ganz gut auf den Punkt bringt. Dass Nintendo eine Musik-App macht, die Switch Online benötigt, anstatt die Soundtracks auf Spotify oder YouTube zu veröffentlichen, ist eine sehr Nintendo-mäßige Sache. Rein aus Business-Sicht kann ich sie schon irgendwie verstehen. Ein eigenes System bietet für sie mehr Kontrolle, die Leute benötigen ein Switch Online-Abo anstatt eines Spotify-Abos, wovon das Geld auch komplett an sie geht und sie nicht nur anteilig Geld erhalten und sie können wahrscheinlich einfach neue Inhalte veröffentlichen. Und auf YouTube könnte man die Musik sogar kostenlos ohne ein Abo anhören. Klar, Nintendo könnte Werbung schalten, wovon sie natürlich auch was abbekämen, aber eben auch nur einen Anteil. Positiv anmerken möchte ich aber auf jeden Fall, dass man jetzt einen Ort hat, an dem man alle Nintendo-Soundtracks beisammen hat. Auf YouTube findet man zwar zig verschiedene Playlists, stellt dann aber vielleicht doch fest, dass in der Playlist, die man ausgewählt hat, nicht alle Tracks des Spiels drin sind oder dass die Qualität vielleicht nicht so gut ist. Zwar ist man im Gegensatz zu zum Beispiel Spotify zwar nur auf die Soundtracks beschränkt, die Nintendo einem vorgibt und hat keinen Zugriff auf andere Musik oder Podcasts, jedoch ist der Preis dafür auch niedriger als bei Spotify.
Und wenn man dann noch eine Switch hat, mit der man durch das Abo online spielen kann, lohnt sich das noch viel mehr. Über manche kleine, noch fehlende Quality-of-Life-Funktionen, wie den Sleep-Timer, der nur für das aktuelle Lied gilt, will ich mich gar nicht so sehr beschweren. Vor allem, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass Nintendo das in Zukunft noch patcht. Was ich mir aber mehr wünschen würde, wäre eine Webanwendung oder Desktop-App. Ich könnte mir echt gut vorstellen, auf der Arbeit während des Programmierens einen entspannten Zelda-Soundtrack oder so zu hören und fände es angenehmer, wenn ich das auch direkt über den Computer machen könnte, den ich sowieso ja gerade schon benutze und dafür nicht noch extra mein Handy laufen lassen müsste. Das Einzige, was mich etwas nachträglich zurücklässt, ist die eben gerade schon erwähnte Koexistenz zu Spotify oder YouTube. Man hat dadurch halt keine nahtlose Integration in eine bereits bestehende Anwendung, sondern braucht eben eine neue, weitere App, für die man unter Umständen nochmal Geld zahlen muss. Auch etwas weird finde ich den Zeitpunkt, zu dem Nintendo die App rausgebracht hat. Jeder wartet aktuell darauf, dass die Switch 2 vorgestellt wird. Ich weiß, Nintendo hat den Zeitraum bis März 2025 angegeben, aber die Normalität, mit der sie in einer Zeit, in der jeder gespannt auf die neue Hardware ist, erst einen Wecker und dann eine Musik-App rausbringt, finde ich schon irgendwie bewundernswert. Aber gut, was lernen wir daraus? Ich denke hauptsächlich, dass der erste Eindruck nicht immer der richtige ist und dass sich meine erste Meinung von letzter Woche definitiv zum Positiven gewendet hat. Es gibt zwar hier und da ein paar einzelne, etwas seltsame Umstände, die ich aber, wie ich fairerweise sagen muss, mit etwas Abstand dann doch irgendwie noch verkraftbar finde. Nicht, dass sie komplett weg wären, aber verkraftbar halt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob Nintendo Music etwas für euch ist und ob ihr vielleicht sogar bereit wärt, dafür ein extra Nintendo Switch Online-Abo abzuschließen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.